Moin moin und herzlich willkommen hier bei diesem neuen Video. Wir haben letztens im Stream über Schlafparalyse, luzide Träume gequatscht und ich fand es super, super interessant. Deswegen habe ich es einfach mal für YouTube festgehalten. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrungen damit sind. Würde mich super interessieren und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß. Guckt euch das Ganze an. Wer mehr davon sehen möchte, schaut einfach mal bei Twitch vorbei und dann sehen wir uns. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Ohne Mist, das habe ich auch geschafft. Ohne Mist. Das habe ich auch geschafft. Wer von euch kann luzid träumen? Es gab so geile Bilder davon. Warte mal. Hier. So, ohne Mist. So fühlt sich der Scheiß an. So. Also. Luzides Träumen ist, dass du merkst, dass du träumst. Du bist wach. Also du bist nicht wach. Du merkst aber, dass du träumst. Und wenn du merkst, dass du träumst, kannst du natürlich auch Sachen beeinflussen, weil du weißt ja, dass du träumst und du weißt, dass es ein Traum ist. Und dann kannst du Sachen beeinflussen. Das ist luzides Träumen. Das konnte ich eine Zeit lang und dann war das Problem, dass ich das dann immer mehr gemacht habe, weil es geil ist. Weil du kannst machen, was du willst, du kannst richtig Personen dir herwünschen und sowas. Okay, pass auf, ich möchte jetzt im Traum irgendwo hinreisen. Dann reist du da hin oder bist halt relativ schnell da, kannst die Umgebung auch ändern, alles. Und damit einherging bei mir aber, dass ich eine immer stärkere Schlafparalyse hatte. Sprich, ich hatte dieses Gefühl, also ich habe gemerkt, ich werde wach, das ist die Aufwachphase gewesen. Also ich lag noch im Schlaf, aber ich konnte mich nicht bewegen, aber ich wollte. Also du hast gemerkt, du wirst wach, ich wollte meine Arme bewegen und sowas. Und dann kam dieser Brainfuck dazu bei einer Schlafparalyse, haben ganz viele das so, so hatte ich das, dass du das Gefühl hast, da ist was. Da ist irgendwas. Also irgendwas ist da und beobachtet dich. Irgendwas, ich hatte immer das Gefühl, dass jemand neben meinem Ohr atmet. Und dann willst du natürlich dich bewegen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass etwas, so dumm das klingt, dass etwas Böses ist. Also dass es irgendwas ist, was mir nichts Gutes möchte. So dumm das gerade klingt. Aber ich hatte, also das war für mich klar. Ich habe das ganz tief in mir gespürt. So, diese Bilder sind eigentlich perfekt, die beschreiben das. Also irgendwas ist ganz nah an dir dran, so nah, also praktisch hier schläfst du und hier ist das Ding an dir dran oder neben deinem Kopf. Und du kannst dich nicht wehren. Du hast das Gefühl, ich hatte das Gefühl, ich kriege keine Luft. Ich wollte meine Arme bewegen, ich habe meine ganze Kraft benutzt, um meine Arme zu bewegen, aber ich konnte nicht mal einen Finger bewegen, weil du bist ja noch, eigentlich schläft dein Körper noch. Nur dein Kopf ist irgendwie schon wach. Und dann hatte ich das Problem, was heißt das Problem? Es war halt einfach das und das wurde immer stärker. Und deswegen habe ich dieses luzide Träumen mir praktisch entlernt. Also ich glaube, wenn ich es wieder provozieren würde, würde ich das wieder gut hinbekommen. Aber ich habe auf diese Schlafparalysen keinen Bock, weil das war immer so ein richtiger Horror für mich. Also richtig, richtig, richtig übel. Ich kam damit überhaupt nicht klar. Okay, das kenne ich, das mit dem Träumen beeinflussen nicht, aber ich hatte immer Angst zu stillen und konnte mich nicht bewegen, wenn ich schreien wollte. Ja, genau, ohne Mist, wenn ich schreien wollte, kam kein Ton raus. Das war bei mir auch so. Als ich das mal hatte und Lisbeth neben mir geschlafen hat, ich habe meinen Kopf nach ihr, ich habe um Hilfe geschrien. Ich habe um Hilfe geschrien, ich habe Lisbeth und ich habe um Hilfe geschrien und ich konnte mich nicht bewegen. Und irgendwann kam dieser Punkt, wo du dich wieder bewegen konntest, wo dein Körper wach geworden ist. Und ich so, BAM, hab so rübergeschlagen. Ich habe sie halt voll wachgeschlagen. Und als es das erste Mal war, wusste sie halt auch absolut nicht, was Sache ist. Das war... Luzides Träumen ging bei mir mit Schlafparalyse einher und deswegen habe ich gesagt, ich muss damit aufhören. Und immer wenn ich gemerkt habe, ich träume, habe ich versucht, das einfach passieren zu lassen, was passiert. Und nicht zu beeinflussen. Wie hast du das gelernt? Ich hatte als Kind, habe ich damit angefangen, und zwar, auch ganz interessante Geschichte, ich hatte als Kind immer wieder den gleichen Albtraum. Ich wurde immer von einem Wolf gejagt. Und das war an ganz, ganz, also so in unserem Haus damals, in unserem Garten, in dem Wald neben unserem Garten und sowas. Also immer wieder an Orten, die eigentlich so richtig sicher sind und sowas. Ich wurde immer von diesem Wolf gejagt und irgendwann habe ich gedacht, ich muss mich wehren. Und wenn ich wusste, wie dieser Wolf jagt mich, habe ich irgendwann als Kind gecheckt, okay, das ist wieder einer dieser Träume.
Und deswegen habe ich dann in diesem Traum gesagt, okay, du träumst jetzt, ist das nicht real, weißt du, dieses typische, pass auf, du träumst, alles ist gut, was man aus also Filmen kennt. Das habe ich mir dann wirklich auch so gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich träume. Ich kann mich ja wehren. Es ist ja nur ein, also es ist ein Traum, ich kann mich ja dagegen wehren. Und als Kind, gut, ich habe verschiedene Sachen gemacht, was mir am prägnantesten im Kopf geblieben ist. Und da habe ich, das war für mich der Punkt, wo ich gecheckt habe, okay, pass auf, eigentlich ist das richtig geil, Träume beeinflussen zu können. Das war, als ich wirklich mir, ich habe Pokémon-Bälle benutzt. Sprich, ich weiß noch, dass ich damals die Pokémon, die ich auch in dem Spiel in die zu der Zeit hatte, so ein Turtok oder sowas benutzt, ne? Das ist richtig absurd. Aber die habe ich benutzt, um gegen diesen Wolf zu kämpfen. Und da habe ich das erste Mal dann so gesagt, okay, es ist eigentlich ganz geil, dass du das kannst. Und von da an habe ich es, ich habe es ja nicht wirklich trainiert oder sowas. Man kann das auch trainieren, wenn man danach googelt. Ich würde es euch nicht empfehlen, weil, wie gesagt, bei mir geht, kommt so eine Scheiße dann zustande. Der Klassiker. Und ja, ich habe das dann halt, weil ich es geil fand, immer weiter gemacht. Und irgendwann kamen so die ersten Schlafparalysen und ich wusste nie, was das ist. Und dann hat Lisbeth sich, glaube ich, sogar da eingelesen, weil ich das irgendwann mal erzählt habe. Für mich war das normal. Ich dachte, jeder kann seine Träume beeinflussen. Das können aber nur ganz wenige, aber man kann es lernen. Ich hatte damals immer denselben Traum, dass ich gejagt wurde und dann von einer hohen Klippe gefallen bin. Immer wenn ich gefallen bin, wurde ich wach und konnte mich nicht bewegen und hatte Angst. Ja, und dann ist diese wiederkehrenden Träume sind richtig eklig, ne? Weil du gehst schlafen, weißt, denkst du irgendwann so, fuck. Hoffentlich kommt heute nicht dieser Wolf oder sowas. Ja, wie gesagt, schlafen ist für mich einfach Augen zu. Ja, das haben ja auch viele. Aber, also das sagen viele, dass sie sich an ihre Träume erinnern können und sowas. Ist bei mir mal ganz phasenweise. Ich glaube, Bulli nimmt Drogen. Ist das nicht ein Banngrund? Mittlerweile mache ich das ja nicht mehr. Aber das Bild beschreibt es so gut, weil so habe ich mich gefühlt, ohne Mist. Oh, das Gesicht ist ja hier. Ich dachte, das Gesicht wäre hier und hier wären Haare. Wirklich, das ist Schlafparalysen war für mich. Das ist somit das Übelste. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also es ist wirklich, du liegst da, irgend, du merkst, du wirst beobachtet. Damit fing das bei mir an. Ich hatte das Gefühl, ich werde beobachtet. Aber das war noch weit weg, das war so gar kein Problem. Stell euch vor, ihr liegt da im Bett und am anderen Ende des Zimmers ist irgendwas und beobachtet dich. Ist kein schönes Gefühl, aber was soll's. Und dann hatte ich das Gefühl, und du hast schwarz vor Augen, also ich hatte das immer schwarz vor Augen, weil ich wusste, okay, ich will gerne meine Augen öffnen. Damit fing es an. Dann gucken, wer mich beobachtet. Dann habe ich, ich hab, glaube ich, auch zwischendurch mal Schritte gehört. Das war dann richtig creepy, aber das Schlimmste war dieses Atmen, weil es kam immer näher oder man hat gespürt, dass es näher kam einfach. Und irgendwann war es halt wie auf diesem Bild. Irgendwann war es so nah dran. Das ist. Und deine Augen sind zu und ich wollte meine Augen öffnen. Und das ist so. Das ist ja kein Aufwand. Das macht man ja ganz automatisch, so blinzeln, zack. Aber für mich, ich habe um mein Leben gekämpft, diese Augen aufzubekommen oder meine Arme zu bewegen. Das ist ganz, ganz übel.